Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gesundheit, Christian, an der Stelle. Wir waren gerade eben im Pool, deswegen sind meine Haare auch noch dezent nass. Deswegen hat Christian auch so eine komische Palme auf dem Kopf. Yeah. Auf jeden Fall sind wir vorhin aufgestanden, lagen im Bett. Christian, ich gucke sie nochmal an. So. Wir wollten heute abreisen. Extra früh aufgestanden. Wecker für 7 Uhr gestellt, weil wir dachten, um 10 müssen wir spätestens raus sein. Finden raus, yo. Samstag ist Abreise. Also morgen, genau. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Und unsere Abreise ist eigentlich erst am 2., also morgen. Dementsprechend haben wir doch noch einen ganzen Tag hier, was wir beide nicht da. Wir haben sogar Sachen gepackt, haben alles aufgeräumt. Christis Koffer zum Beispiel ist schon draußen im Auto. Wir haben alles durchgesaugt. Also Leute, wir haben alles aufgeräumt hier extra, damit wir es heute morgen nicht machen müssen. Und jetzt, naja, haben wir noch einen Tag. Aber dafür umso besser, denn wir haben heute noch was Cooles vor. In diesem Haus hier ist eine Sauna. Und ich war in meinem Leben noch nie in einer Sauna drin. Du, Chrissy? Ja. Wie oft schon so? Keine Ahnung, schon einmal. Ich war einfach noch nie in der Sauna drin. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, seid ihr schon mal in einer Sauna gewesen? Ist es cool? Ist es nicht cool? Scheint auf jeden Fall gemütlich zu sein, oder? Wir, also eher Chrissy, machen Mittagessen. Wir machen Pommes selber, also Chrissy macht Pommes selber. Weil der Herr hier keine gekochten Kartoffeln mag. Doch, ich mag Kartoffeln, aber Pommes einfach um Welten geiler. Ich habe eine super nette Einladung. Und zwar hast du Lust, mit mir nach dem Mittagessen in die Sauna zu gehen? Hast du schon mal eine Sauna angemacht? Nein, nicht. Ich habe auch noch nie eine angemacht. Das ist eine bestimmte Anleitung. Vielleicht habt ihr jetzt gedacht, dass wir eine Sauna sind, aber wir gucken jetzt gerade noch ein bisschen Gossip Girl. Wir essen jetzt gerade noch unser Mittagessen, was übrig geblieben ist, auf. Vielleicht geht's heute auch in die Sauna. Wir haben es jetzt kurz nach 6 und ich werde einfach mal ganz kurz schon mal gucken, wie man die Sauna überhaupt zu laufen bekommt. Denn, wie gesagt, nie angemacht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. GG, hier ist der Boden nochmal. Hier ist irgendwie eine Info auf Dänisch. Auf Deutsch. So stellen sie die Sauna ein. Bla 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 bla. Okay, also ich werde einfach mal reingehen. Let's go. Rainer. Sieht ziemlich holzig aus hier. Hier haben wir eine Temperaturanzeige von 20 bis 20. Nee, hä? Achso, 120. Ach du Scheiße, wie kann das denn hier drin werden? Kann man einfach dran drehen, oder? Geht der jetzt schon an oder was? Die Temperatur habe ich auf halb gedreht. Ich weiß nicht, mindestens. Also ich weiß nicht, wie viel mindestens Temperatur ist und wie viel maximal Temperatur ist. Irgendwo dazwischen. Chrissy, ich bin fertig. Das Ding wird warm. Ich bin ready. Ich bin beschäftigt. Wie, du bist beschäftigt? Kuscheln. Ach komm, Leo nehmen wir mit. Wie geht man in die Sauna? Mit Badehose oder was? Eigentlich nackt, glaube ich. Aber wir können ja Bikini anziehen. Den Pink nehme ich. Ich schau mal jetzt kurz nach 2 Minuten jetzt, wie warm das geworden ist oder ob es überhaupt wärmer geworden ist. Irgendwas riecht ja absolut anders. Doch, doch, das wird warm. Ich glaube, ich sollte mir jetzt nochmal ernsthaft die Anleitung nochmal durchlesen, nicht, dass ich irgendeinen Scheiß da mache. Also was steht hier? Bla. So. Ich würde gerne mit Kuba bauen. Du kommst mit. Das kommt nicht oft vor, dass er so liegt. Damit ich ja nicht vertrockne. Ich würde sagen, ich mache mal einen Stopp und let's go. Mal schauen, wie lange wir hier drin bleiben. Chrissy lädt sich nochmal mit Baderegeln, Saunaregeln durch. Die Aufwärmung dauert ungefähr 1 Stunde. Ja, das. Das ist noch nicht richtig warm da. Nein, wir müssen noch warten. Eine halbe Stunde ungefähr. Zweiter Anlauf. Timer läuft, Chrissy. Geh rein und. Oh, schon viel besser. Hier noch nämlich. Oh, du Scheiß, kommt dir eine Wärmewand entgegen. Mehr Temperatur. Auf Max? Ich hab auf Max. Ich hab auf Max gemacht. Gleich 40 Grad hier drin schon. Leo, glaub mir, du willst nicht hier drin sein. Scheiße, man wird jetzt schon warm. Ist das normal? Legt man sich nicht immer schön in die Sonne? Man legt sich nicht mal mit T-Shirt hier rein. Frage, ich bin nicht so der hitzeempfindlichste Mensch. Nur angenehm. So ist eine Raumtemperatur für dich, oder? Oben ist schön warm. Ich glaube, ich bin nicht der Sauna-Fan. Glaube ich jetzt schon. Wir machen, wer hier länger drin bleibt. Ich glaube, ich werde gewinnen. Schon wieder. Wir sitzen hier. Es wird wärmer und wärmer. Und ich frage mich, warum sitze ich hier? Okay, einschmelzen. Abschalten, chillen. Der Pool ist angenehmer. Ja, ne? Wollen wir im Pool gehen? Wow. Du kannst gerne als erstes rausgehen. Wir sind gleich bei 40 Grad. Alter, ich muss sagen, die Luft... Wir waren noch nicht bei 40 Grad. Oh, wir sind doch schon bei 40 Grad. Leg ich auf den Boden. Gute Idee. Oh, scheiße, ich glaube, die Kamera beschlägt. Ich zieh lieber raus. Ich packe die Kamera. Shit, das ist ja aus wie so ein Fischei. Das zählt jetzt nicht, okay? Doch, hallo. Nein, nein. Die war nicht günstig. Waren ja erst 7 Minuten bisher. Irgendwas macht da ganz, ganz komische Geräusche. Es ist echt, ich meine, ich glaube, ich bin überhaupt nicht in der Sauna. Schreibt jetzt nicht am Tag. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn wird lahmgelegt gerade. Ja, plus, ja. Junge, das ist creepy. Ich fange einfach an zu schwitzen. Dein Gesicht ist sieht man das? Du bist ja noch easy dabei. Liebe, ich merke gerade, wie die Schweißtropfen bei mir einfach mein Bein runterkullern. Mhm. Wollte es jemand wissen? Hier ist so ein Kacklicht, ne? Wir sind jetzt... Wie lange sind wir jetzt drin? Eine Viertelstunde vielleicht? Mhm. Wir können mal wieder besprechen, was der Gewinner bekommt. Noch eine Amazon-Bestellung? Ich habe da noch so ein paar Sachen auf meiner Wunschliste. Immer noch? Der Gewinner kriegt ein Eis. Ich weiß, dass du eh gewinnen wirst wahrscheinlich. Deswegen kriegst du nur ein Eis. Guck mal, ich mach die Challenge schon mal ein bisschen schwieriger. Aber ich werd so hart schwitzen, wie ich mein Leben. Du schwitzt jetzt, glaube ich, schon mega. Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ofen hat immer noch so komische, creepy Geräusche. Ob du schwitzt? Nein. Gar nicht. Ist das so extrem? Ja, ich weiß, es ist nicht gerade das leckerste Gefühl irgendwie. Die Temperatur geht gefühlt so lahm hoch. Ne? Wir sind jetzt gleich bei 45 Grad. Alter, Ausnahmezustand hier, wirklich. Ich kann überhaupt nicht. Kannst du aufgeben? Da ist die Tür. Noch gebe ich nicht auf, aber ich glaube, ich sehe ultra fertig aus. Im Vergleich, Chris, ey, du siehst doch voll normal aus. Echt?
Also glaube ich. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich glaube... Wir sind gerade mal bei 50 Grad. Ich glaube, ich muss hier raus, Leute. Das ist eigentlich hätten wir jetzt erst rein sollen. Jetzt ist es erst so warm. Dir geht es ja scheinbar noch gefühlt voll gut, ne? Scheiß drauf und lass dich gewinnen und geh einfach im Pool. Wenn ich jetzt an den Pool denke, ist ja schon schön. Ich glaube, Sauna ist ein neues Hobby. Auf jeden. Was? Alter, mach kalt. Das ist so angenehm. Mach zu! Tschüss. 50 Grad. Es ist so angenehm hier voll zu machen. Ich weiß, was du getan. Es ist viel besser hier draußen. Wir duschen jetzt wirklich. So schnell aufgegeben. Kalt. Oh mein Gott, nee, das könnte ich nicht. Das waren übrigens gerade mal 25 Minuten. 25, mach zu, das wird kalt. Das waren 25 Minuten erst. Also. Ich auch, also ich finde Sauna nicht schlimm, aber Pool mag ich mehr. Und Chrissy darf sie mal wieder in alles brauchen, was du willst. Das war jetzt das letzte Mal, dass wir in diesen Pool reingehen. Ich war jetzt auch schon duschen, habe mich fertig gemacht. Es ist 8 Uhr und ich werde mir jetzt eine Kleinigkeit zum Essen machen und ich glaube, ich werde mich nicht entscheiden können, was ich nehme. Es sind 2 Frischkäsebrote und Gurke geworden. Das Brot ist von vorgestern und ich finde krass, dass heute auch schon der letzte Abend ist. Generell ist die ganze Woche so schön, hat aber mega Bock gemacht. Jetzt sind wir endgültig dabei, mal alles aufzuräumen. Wirklich, also wir sind morgen früh wirklich hier weg, oder? Ja. Wir sind mittlerweile auch schon wieder auf dem Rückweg. Wir sind tatsächlich jetzt auf dem Weg zu Ikea. Hat auch einen ganz einfachen Grund. Wir haben keinen Bock auf Amazon zu kaufen. Also jetzt zu Ikea. Und ich habe auch keinen Bock, nur ein Eis für Chrissy zu kaufen. Wir haben auch vor, ein paar mehr Sachen zu holen. Und ja. Chrissy, es geht alles auf mich. Also du kannst dir aussuchen, was du willst. Deko, irgendwas, keine Ahnung. Gönn dir. Ob das eine gute Idee war? Ich werde sehen. Mal schauen. Ich hoffe, es gibt Hot Dogs. Wir räumen jetzt erstmal das Auto aus. Das Fahrrad eben alles voll. Da war ein Teppich drin, das ganze Auto ausgefüllt. Ich bin sofort aus der Puste. So voll war Chrissy's Auto, glaube ich, noch nie. Und wir sind übrigens noch hier zu Hause, falls ihr sehen könnt. Und waren direkt bei Ikea. Chillig. Ich glaube, hier ist absolute Chaos ausgebrochen. Wir haben doch mehr gekauft, als wir dachten, und Chrissy. Viel Spaß beim Aufbauen, ich werde dir auf jeden Fall helfen. Zur Info, wir haben 2 neue Regale. Wir haben hier hinter den Fernseher einen neuen Teppich für da hinten, weil das ist dreckig gewesen. Der war sowieso nicht nice, ist der Teppich. Echt, bin ich aus der Puste. Ne? Also ich würde sagen, lass uns da noch oben, wir bauen alles auf. Mal schauen, ob wir heute noch mal fertig werden. Ja, natürlich, direkt aus dem Urlaub, erstmal zu Ikea und was Neues aufbauen. Richtig? Ja, hab ich eigentlich gesagt, das war's erstmal mit Renovierung. Hatten wir gesagt, richtig. Nach ein paar dachten wir uns, okay, erstmal Stopp. Ja, hat er lange angehalten. Leute, lasst einen Daumen nach oben, da vergesst nicht jetzt den Kanal zu abonnieren. Also, hier wird es auch demnächst noch ein bisschen anders aussehen. Chrissy macht bald auch eine neue Roomtour hier von der Wohnung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin so aus der Puste, ne? So, ciao.